Yo! Und somit herzlich willkommen zurück zu Homefront. Wir machen weiter mit der Schlacht. Ja. Wir können sie nicht aufhalten. Lass mich mal durch hier, Mann. Zieht euch zur U-Bahn zurück. Es sind so viele. So, es wird richtig knapp. Es wird richtig knapp. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich so genau machen muss. Ich muss auf jeden Fall kämpfen, kämpfen, kämpfen und überleben. Ach du Scheiße. Weg, 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 weg. Panzer, Panzer am Start. So, zwei Stück mal reingeschickt. Alles klar. Der Panzer ist immer noch da, ne? Okay, dieser scheiß Panzer ist immer noch da. Hab ich nicht richtig erwischt, oder was? Ich muss weg, meine Deckung ist gleich im Arsch. Bewegung und ich glaub's nicht, der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Kann man ihn vielleicht von hinten? Hat er eine Schwachstelle vielleicht? Oh, das ist doch eine Schwachstelle, ne? Das Gelbe immer. Genau. Waren meine Sprengsätze umsonst? Guck mal her. Oh nein, jetzt brennt sie auch noch. Oh mein. Alles klar, da sind wir wieder alleine. Du, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hey. Okay, fuck off. Wo ist meine Verstärkung? Ja, wo ist meine Verstärkung? Besser gesagt. So, die ich verbrannt dachte, lebt noch, alles klar, auch nicht schlecht. Bringt alle zur U-Bahn, zieht euch zurück. Okay. Ach, ich soll dahin, wo ich, alles klar, wo ich vorher auch war. Nehmt alles, was ihr tragen könnt und lauft los. Einmal will ich noch einkaufen. So. Sehr wichtig. So, jetzt können wir weiter. Da lang. Halt. Ja. Also wir haben da ein bisschen gekämpft. Ein paar Panzer kaputt gemacht. Leute umgebracht. Besser gesagt Koreaner umgebracht. Und jetzt soll ich wieder dahin, wo ich herkam. Okay. Brady. Wir wurden in jedem Distrikt vernichtet. Hunderte Scheiße. Sind tot. Parrish ist mit den anderen in der Ein... Verdammtes Arschloch. Das war's mit dem Widerstand. Die KVA hat gewonnen. Oh nein. Das kann doch nur ein Albtraum sein, oder? Du musst vorsichtig sein, Mann. Hier gibt's Verletzte. Es gibt niemanden mehr, der kämpfen könnte. Ich bin doch da. Das war's. Ich glaube, ich lauf falsch. Ja. So viele haben. Ja, laufe ich jetzt richtig hier? Hallo? Ich glaube ja. Nee. Wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Hier muss ich doch irgendwo rein. Hallo? Wollt ihr mich mal da rauslassen? Ja, genau. Besser gesagt hier. Ja. Hey Brady, du machst immer noch mit? Keine Ahnung wieso, aber die Norks machen uns immer noch fertig. Ich will essen. Ich will Schlaf. Wir sind fast am Ende. Doug, wie viele Verletzte gibt es? Doug. Hey Doug. Was? Wie viele Verletzte? Mehr als Hilfe da ist. Viel mehr. Wir geben ihnen Methanol für die Schmerzen. Das ist alles. Die meisten werden sterben. Ist besser, ich gehe zu ihnen zurück. Sam.
Setz dich einfach hin. Du hast schon genug getan. Du kannst jetzt auch nichts mehr bewirken, okay? Die Revolution ist vorüber. Wir können nicht gewinnen. Wir sind zu wenige. Kann sein, die Tür ist zu. Ihr habt es mit Gewalt versucht und verloren. Ich sprach immer von dem anderen Weg, dem gewaltlosen Weg. Ich habe einen Traum. Träum weiter. Ihr habt so lange für die Leute gekämpft und vergessen, ihnen zuzuhören. Ich höre sie aber. Sie geben nicht auf. Sie haben Hoffnung. Wir haben nichts da. Wir können nichts mehr für sie tun. Steh sofort auf. Es ist nicht aus. Simpson und die Nox triumphieren, aber wir sind nicht tot und noch nicht fertig. Wir schlagen zurück. Mädchen, stopp! Nein, kein Stopp. Ich kann nicht stoppen. Die Nox werden das lernen. Und auch der verdammte Simpson. Hey, vielleicht sollten wir eine Weile untertauchen, ne? Sie sollen glauben, dass wir am Ende sind. Es wird etwas dauern, aber wir kommen wieder auf die Beine. Wenn wir warten, ist es vorbei. Wir brauchen irgendwas Spektakuläres, sofort. Zum Beispiel? Bringt Simpson ins Fernsehen. Quält ihn so, wie sie damals Walker. Ach, das klingt doch gut. Den Bastard Simpson im TV demütigen. Die Leute wüssten, dass es uns noch gibt. Wir bekämen eine Menge neuer Rekruten. Aber wie stellen wir das an? Wer außer uns ist verrückt genug, das Rathaus anzugreifen? Der Gefängnisbezirk ist voll von Irren, die Nox erledigen wollen. Ich habe ein paar Kontakte da. Du wirst die gleichen Fehler alle nochmal machen. Werdet ihr es nie lernen? Hey, Crawford wollte immer, dass wir aus der Vergangenheit lernen und er hat sich den Nox angeschlossen. Wenn Kämpfen ein Fehler ist, dann mache ich ihn gern. Weil das alles ist, was ich tun kann. Ich wusste, ich kann dich wieder aufrichten. Simpson wird uns erst kommen sehen, wenn es zu spät ist. Na los, Dana. Es ist Zeit für eine Abfahrt. Ihr zwei kümmert euch ums Sperrgebiet. Ich trommle die Überlebenden zusammen. Es ist noch nicht vorbei. Ethan, wenn wir uns ein Team für den Angriff auf das Rathaus suchen, müssen wir irgendwie ins Sperrgebiet kommen. Es ist zwar ein Hochsicherheitsgebiet, aber angeblich sind kürzlich ein paar Häftlinge ausgebrochen und in Alltown gewesen. Wenn du herausfindest, wie sie fliehen konnten, dann könnte das unser Weg hinein sein. Geh nach Alltown. Ich besorge die Waffen, um unsere neuen Rekruten auszurüsten. Ja, Baby, alles klar. Ich weiß nicht warum, aber manchmal hört man sie gar nicht. Also die Stimme kommt und geht bei ihr. Keine Ahnung. Ja, also muss ich wieder ran, ja? Alles klar. Also da ist echt was los gerade. Wir sind fast am Ende, aber... Naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt nehmen wir erstmal den Bürgermeister und quälen ihn vorm TV, haben die gesagt, ne? Ja, genau. Cool, cool. So, sind wir wieder in der roten Zone? Warte mal. Ethan, hier spricht Dana. Mach dich auf den Weg zur Gefängnismauer. Die Gefangenen haben wahrscheinlich einen Tunnel zur Flucht benutzt. Vielleicht findest du ihn ja. Okay, ich glaube, hier war ich noch nie. Ja, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Alles noch rot. Deswegen scheiße. Da bin ich. Ganz in der Nähe sind die Gefängnismauern. Okay. Gib mir Gas. Da unten sind noch Seeker überall. Muss ich aufpassen. Wer sieht mich? Irgendeiner hat mich gesehen. Okay, ich versuche jetzt durchzulaufen. In einem der Gebäude in deiner Nähe früher eine Rundfunkzentrale betrieben. Sie wiederzuerlangen könnte viel dazu beitragen, die Bewohner von Philadelphia für uns zu gewinnen. Wir müssen unsere Nachrichten. Ich versuche es wieder zu holen, aber. Oh, da kommt jetzt einer raus. Ich glaube, der hat mich bemerkt. Alter. Ja, dann komm mal raus. Komm. Alter, überall Panzer hier. Scheiße. Was habe ich gemacht?
Was habe ich gemacht? Oh! Alter, scheiße! Hätte ich's lieber leise gemacht. Okay. Alles klar. Man lernt nie aus. Ein Fall, ein Fehler. Aber ich muss hier irgendwie neue Stellen übernehmen. Also, das gibt's doch nicht. Ganz allein hier. Wo kamen die auf einmal alle raus? Penner. Da ist doch einer von uns. Komm her. Komm her. Ich könnte dich gebrauchen. Och Mann. Und weg ist er. Und weg ist er, ja. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich glaube, ich muss nach oben. Sehr schön. Ja, soweit alles gut. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich muss doch irgendwas hacken, oder? Nee, das war schon. Boah, so schnell, alles klar. Und so schnell ist es auch schon in unserer Macht. Großartige Arbeit, Brady. Wir werden das alte Funksystem im Handumdrehen wieder zum Laufen bringen und unsere Nachricht unter der Bevölkerung verbreiten, damit sie wissen, dass sie nicht allein sind und wir für ihre Freiheit kämpfen. Jo, jetzt sammle ich erstmal ein paar Sachen hier ein. Und dann geht's weiter. Ja. Waffen? Waffen kann man hier nicht auffüllen, aber obwohl, ich brauche noch nicht. Sieh dich um und versuch den Tunnelausgang zu finden. Tunnelausgang? Ja, dann sehe ich mich mal um. Tunnelausgang, wo bist du? Ausgang. Es soll hier irgendwo sein, ja? Da zielt gerade einer auf mich. Habt ihr das gesehen? Da hat doch einer auf mich gezielt. KVA-Leichen und wir haben nichts damit zu tun. Oh. Anscheinend sind sie schon seit einem Tag tot. Könnte sein, dass die Gefangenen hier vorbeigekommen sind. Ich hab's, glaube ich. Ethan, anscheinend sind hier die Gefangenen herausgekommen. Sie müssen eine Möglichkeit haben, dieses Sicherheitstor zu öffnen. Verdammt, ich hatte gehofft, es wäre einfach ein Tunnel oder etwas anderes, das wir benutzen könnten. Okay, du musst sie nur finden und herausfinden, wie man das Tor öffnet. Wenn sie auf der Flucht sind, suchen sie sicher nach Verstecken. Vielleicht sind sie an einem unserer Lager. Du solltest dir ihre Position vom Senderempfänger herunterladen. Viel Glück, Ethan. Okay, neue Mission. Wie weit haben wir es überhaupt? 130 Meter, das ist doch gleich hier vorne. Also irgendeiner hat mich gesehen. Schnell weg hier. Sieht mich immer noch, der sieht mich immer noch, der sieht mich immer noch. Alter. Okay, ich hab dich auch gesehen, du Penner. Ja, die Musik geht auch gerade richtig ab. Brady, in diesem Wohngebäude steht der KVA-Senderempfänger von Alter. Wenn du das System hacken kannst, können wir die KVA-Aktivitäten in der ganzen Zone überwachen. Okay, ich bin dran. Ich muss nur hochkommen, irgendwie. Komme ich da hoch?
Ja. Brady, du befindest dich in der Nähe der Ruinen der J. Harris Klinik. Bevor die KVA die Zone gesichert hat, haben wir uns dort medizinische Vorräte besorgt. Sieh nach, ob es dir gelingt, den Widerstand. Ja, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Also, hier ist auch ganz auffällig ein Motorrad. Vielleicht muss ich da irgendwie hoch. Warte mal. Ja, ein scheiß Seeker hier auch noch. Ja, alles gut. Okay, der haut wieder ab. Die Frage ist, wie komme ich hier hoch? Ja, wie kommen wir da hoch? Ist eine echt gute Frage. Okay, jemand hat mich gesehen. Dann soll er mal herkommen. Ich mach dich mit der kleinen Waffe kaputt. Guck mal. Hast gesehen? Gib mir alles, was du hast. Alles klar. Also ich muss, glaube ich, von hier oben oder von hier hinten hoch und mich nach vorne arbeiten, glaube ich. Ja, komm, jetzt geh hoch. Tatsächlich kann ich hier hoch. So, da lieber nicht runter. Ja, dahin. So ein Scheiß-Seeker. Okay, der sucht mich. Oder der hat mich schon gesehen. Also ich finde, mit der kleinen Waffe kann ich besser zielen. Verzieht nicht wie mein Sturmgewehr, aber... Ah, okay. Alter. Ich dachte wirklich, ich bin runtergeflogen. Okay, Scharfschütze am Start. Jetzt muss alles schnell gehen. Komm, schnell rein hier. Yes. Okay, jetzt nur noch hacken. Einmal links, rechts. Sehr schön. Sendeempfänger, du gehörst uns. Sehr gut. Ach du Scheiße. Okay, Ethan, ich schicke dir die Position möglicher Verstecke auf dein Smartphone. Schau nach, ob sich die Gefangenen in einem davon aufhalten. Okay. Danke sehr. Ach du Scheiße, ich muss jetzt gucken. In irgendeinem von denen sollen sie sich aufhalten. Na toll. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Ja gut. Bringen wir gleich mal runter hier. Ach, das hat wehgetan. Du kommst mit mir. Brechen wir auf! Sehr schön. Du kommst immer näher, Ethan. Sei vorsichtig. Sonst vertreibst du noch die Gefangenen. Ach, wer zielt denn da schon wieder auf mich? Wo bist du? Melden Sie sich umgehend beim nächsten Friedenswächter. Anscheinend waren die Gefangenen hier, aber irgendetwas hat sie vertrieben. Vielleicht sind sie zu einem speziellen Ort unterwegs. Ich frage mich, ob sie einen Plan haben, um Philly zu verlassen. Wir sollten sie erwischen, bevor sie das schaffen. Alles klar, der zielt die ganze Zeit auf mich. Ich glaube, der lebt noch.
Jetzt aber nicht mehr. Du kommst auch mit mir, bitte? Okay, lauf, 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 komm. Noch mehr Soldaten. Kommt her, kommt her. Alter. Komm. Das ziehen wir schnell durch. 180 Meter. Da ist noch einer. Sehr schön. Sieger. Ach, das sind mehrere, okay. Sehr gut. Ich muss aufpassen, hier sind überall Sniper. Überall Sniper unterwegs. So, jetzt sind wir schon am zweiten Versteck. Da vorne ist noch ein möglicher Unterschlupf. Schau ja nach, da, du Schlaumeier, ich bin ja da. Hier sind die bestimmt auch nicht. Ja, war ja klar. Wir waren die Gefangenen auch. Einen Unruhe. Ja, ja. Hoffentlich sind sie nicht beim Gefangenen. War ja klar. Und jetzt sitzt weiter, ein Trupp darin fest. Falls jemand in der Nähe ist, sie brauchen war ja klar, dass die da sind, wo ich als letztes hingehe, ne? Ja, wo gehe ich jetzt hin? Links oder rechts? Ich gehe links. Die wollen, dass ich rechts gehe und da irgendwas helfe, aber... Oh. Die Norks interessieren sich stark für die Wasseraufbereitungsanlage in Old Town. Sie müssen sie als Teil ihrer Gaseinsätze verwenden. Erobere den Stützpunkt, den sie dort eingerichtet haben. Ja, jetzt erstmal Ruhe mit Stützpunkt und ich werde erstmal links lang laufen. Was? Oh, jetzt muss ich doch hier hin, Mann. Alter, hilft mir einer hier mit überhaupt, oder was? Okay. Missgeburt. So, du scheiß Koreaner, komm her. So. Alles, was du vom Lager mitnehmen kannst und verschwinde von dort. Ich auch. Ich brauche auf jeden Fall wieder Munition. Ich habe da gar nichts mehr fast. Ja, voll auf die Eier. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also ich habe keine Munition mehr. Oder, das heißt keine, wenig. Du hast bestimmt viel Munition, oder? Alles klar. Dann gehen wir mal dahin, wo ich eigentlich hingehen wollte. Zack, zack, zack. Ja, kommt ihr mit? Uns gehen die Verstecke aus. Ich hoffe, wir finden sie hier. Ja, ja, hier sind die. Auch nicht. Oder doch? Brady, sorg dafür, dass dir niemand folgt, bevor du mit den Gefangenen redest. Wenn sie sterben, erfahren wir nichts. Na dann erzähl mal, komm. Widerstand, ich brauche Hilfe. Drei von uns sind ausgebrochen, aber wir mussten uns trennen und ich wurde von einem Scharfschützen erwischt. Die anderen sind am Hafen gespannt in einem weißen Container auf Brooks. Er verkauft uns ein Boot. Sag ihm, sie sollen zurückkommen und mich holen. Tja. Okay, was jetzt? Ich kann nicht zielen. Jetzt. Du machst dich besser auf den Weg zum Hafen und findest sie, bevor sie ein Boot finden. Ich muss hier raus. Bitte bring sie dazu, mich zu holen. Oh Mann. Alles klar. Meine Damen und Herren, liebe Gaming-Freunde, liebe Kids, danke fürs Reinschauen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es noch so lange dauert. Aber, naja, wir machen weiter. Ich würde mich sehr, sehr freuen, natürlich, wenn ihr jedes Mal dabei wäret. Danke für die Unterstützung, danke für den Support.